YouTube und herzlich willkommen wieder einmal zu einem Einzelreview von mir und zwar Hellboy, der Sturm, das Ende der Duncan Fegredo Mike Mignola Trilogie und das Ende auch eines Charakters, so viel sage ich schon mal gesagt. Und ich habe in diesem Zuge ja schon vorher von Duncan Fegredo und Mike Mignola die wilde Jagd gereviewt, gefiel mir ja richtig gut. 5 von 5 Punkten definitiv. Ist auch dicker, das merke ich ja jetzt erst. Das ist deutlich, also falls man es sehen kann, das ist deutlich dicker als der Sturm. Das ist mir gar nicht so bewusst geworden bei der gleichen Preis. Ah ja. Naja, gut, hat mir auf jeden Fall richtig gut gefallen. War auch mein Comic des Monats August. Wer unsere Facebook-Seite soweit verfolgt. Und ich war total gespannt, wie geht das Ganze aus. Jetzt, der ultimative Cliffhanger war ja hier, Hellboy hat jetzt das Schwert Excalibur, ist quasi König von England, was jetzt nicht so viel bedeutet, weil halt keiner davon weiß, aber ist egal. Kann die Armee rufen, um Königin Nimue zu stürzen und. Ach, das war einfach nur fantastisch. Es war super gezeichnet und es hat mich wieder ein bisschen, es hat mich ein bisschen mehr versöhnt mit Hellboy, wobei mir Band 1 und 3 ja nicht so sehr gefiel, aber jetzt mit Band 10 war ich ja wieder, ich bin wieder Hellboy-Fan. Ich habe ja ein bisschen den Glauben verloren, wo ich den ersten, dritten Band damals gelesen habe von Hellboy. Ich kannte ihn ja sonst nur aus den Filmen her. Und mit Band 10 hat er mich halt wieder versöhnt. Und das Ganze geht jetzt weiter in Der Sturm. Das ist der 12. Band, weil der 11. Band wiederum ist nicht von Duncan Fegredo und Mike Mignola, sondern da wird eine andere Geschichte quasi zwischengeschoben. Ich weiß nicht, es ist ganz komisch irgendwie. Und ich glaube, am Anfang nimmt das Ganze in Band 8 und nicht in Band 9 von Hellboy. Und es ist wirklich eine Trilogie, sage ich mal. Die Bände kann man zwar auch mehr oder weniger losgelöst von allem lesen, aber ich glaube, spätestens bei der Sturm hätte man einige Probleme zu erfahren, warum Hellboy plötzlich ein Schwert hat und alles und wer diese Frau an seiner Seite ist und so weiter. Das Ganze beginnt ein bisschen detektivmäßig, dass in einer Kirche eine Leiche wohl verschwindet, wobei sie nicht wirklich verschwindet, sondern einfach geht. Sie steigt mehr oder weniger aus dem Grab aus und daraufhin fragen sich natürlich Hellboy und ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, die Rothaarige auf jeden Fall hier an seiner Seite, wie das denn passieren kann, beziehungsweise ob jetzt Königin Nimue wirklich eine Armee um sich herum sammelt, um das Ragnarök. Ja, ich weiß, es wird auch sehr viel nordische Mythologie mit einfließen, das Ragnarök heraufzubeschwören, quasi das Ende der Welt und der Anfang einer neuen Erde. Man kennt es ja, ne? Die Bösen wollen immer nur zerstören und aus der Asche des Feuers erhebt sich dann eine völlig neue Welt und wie der Phönix aus der Asche werden sie auch die Königin sein und. Dabei muss ich aber ehrlich sagen, der Anfang oder beziehungsweise so die ersten zwei, drei Kapitel dieses Bandes, ich habe nichts mehr gerafft. Ich hab ja wirklich den Mittelteil gelesen und dann halt direkt das hier und ich habe nichts gerafft. Ich wusste nicht, hä, was reden die da? Weil das war so kryptisch und verrätselt und ich weiß es nicht. Und auf einmal ist Hellboy plötzlich dort, dann ist er wieder dort, dann kann er plötzlich die Armee sehen, aber er ist nicht wirklich da und lässt einfach das Schwert liegen und er ist dann plötzlich in so einer Kneipe. Und diese Kneipe sieht auch ganz schnucklig aus, wenn man sich das hier anguckt, aber irgendwie haben die auch kein Telefon so mitten in England, und aber Fernseher haben sie und Ich kam nicht zurecht, ich fühlte mich so ein bisschen, als hätte man mich in ein Labyrinth geworfen, von meinen Gedankengängen her. Und ich müsste mich erstmal zurechtfinden, Moment, wo bin ich hier, wie komme ich da hin, wenn ich da lang gehe und so weiter. Es war alles ein bisschen sehr krude. Das Ganze wird zum Glück ein bisschen besser ab Kapitel 3, sage ich jetzt mal. Da beginnt das so langsam sowas wie einen roten Faden zu entwickeln und noch spannender zu werden bis zum Ende. Weil diese Königin Nimue verwandelt sich mit Hilfe einer Hexe zu was ganz anderem, was wiederum an die nordische Mythologie sehr stark angelehnt ist, und zwar an das Ragnarök. Ich möchte jetzt an dieser Stelle natürlich nicht verraten, was das Ragnarök ist oder in welcher Form dieses Ragnarök jetzt erscheint. Ich muss nur sagen, es hat mir richtig, richtig gut gefallen. Die Zeichnungen sind wieder sehr dynamisch, sehr auf Mike Mignola Stil gehalten, die beiden, oder wie man auch hinten im Bonusmaterial sehen kann. Arbeiten die beiden ja auch sehr, sehr eng zusammen, wie man hier sieht. Ich meine, Mike Mignola ist wahrscheinlich einer, der würde dieses Baby auch niemals abgeben oder niemals komplett einem
anderen überlassen. Und dementsprechend hat man hinten so ein bisschen Bonusmaterial, mit beigepackt, wie halt die Zusammenarbeit der beiden funktionierte. Ja, was soll ich zu der Sturm sagen? Der Anfang war sehr verwirrend. Ich kam überhaupt nicht mehr zurecht, obwohl ich den Vorgängerband gelesen habe. Aber dann wurde es wieder richtig spannend. Es hat mich wieder gepackt. Ich konnte das Ding nicht aus der Hand nehmen. Also, ich würde sagen, ich finde es nicht ganz so stark wie die Wilde Jagd. Aber das, was hier drin passiert, ist wirklich sehr, sehr krass. Also, natürlich ist man mittlerweile schon weiter bei Hellboy und weiß, die besagte Person lebt noch. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich muss ich das Comic bewerten für das, was es ist und nicht für das, was es mal war oder wie der jetzige Status quo natürlich ist. Ich würde dem Ganzen ja eine gute 4 von 5 Punkten auf jeden Fall geben. Eine 5 von 5 leider nicht. Wie gesagt, der Anfang ist ein bisschen, da habe ich nicht ganz hintergeblickt, was das Ganze jetzt sollte. Es wurde sehr viel kryptisch geredet. Es wurde sehr viel vom Ende der Welt geschwafelt. Und ich kam am Anfang halt noch nicht so zurecht. Zum Ende hin natürlich wieder super spannend, klar. Deswegen einfach eine 4 von 5. Leider ist das jetzt auch das Ende der beiden, also der Duncan Figredo oder Mike Mignola Trilogie. Ich weiß jetzt nicht, ob die beiden sich nochmal irgendwann zusammengetan haben, aber für diesen Augenblick war es das mit der Zusammenarbeit der beiden. Steht auch hinten nochmal drin, dass es für den Duncan Figredo doch eine sehr schöne Zeit war und dass er sich doch bedankt und alles. Und wer mal wirklich was von Mike Mignola sehen möchte, aber nicht unbedingt Bock hat, vielleicht auf Hellboy oder sonst irgendwas, dem empfehle ich auf jeden Fall hier Batman. Gezeichnet von Mike Mignola, soll wohl ziemlich, ziemlich cool sein, weil Mignola quasi Gotham City nochmal einen komplett anderen Anstrich gibt oder Gotham City so ein bisschen als Stadt mehr in den Vordergrund rückt, als man es vielleicht aus den aktuellen Batman-Bänden kennt. Habe ich mir sagen lassen, aber mein Siegel darauf möchte ich jetzt nicht geben. So, wie gesagt, 4 von 5 Punkten für einen sehr guten Hellboy-Band. Leider nicht ganz so stark. Oh, jetzt hole ich es schon wieder raus. Wie natürlich die Wilde Jagd, aber. Ein würdiger Abschluss, ein krasses Ende und die Erkenntnis, dass vielleicht doch nicht Hellboy der König von England ist, sondern doch jemand anders. Tja, schreibt mir in den Kommentaren, was ihr von diesem Band haltet, falls ihr ihn gelesen habt. Lasst mir einen Daumen nach oben und schreibt mir mal mit, was ihr mit Hellboy in Berührung gekommen seid. Ich weiß, ach, ich muss heute sehr viel kramen. Ich weiß, Band 1 und 3, die waren. Ja, ich hab ja Band 1 gereviewt und ich muss ehrlich sagen, ja, das ging alles. Also, das hat mich. Die Zeichnungen waren jetzt auch nicht so pralle. Die Geschichte kann ich auch mehr oder weniger aus dem ersten Kinofilm. Und der Band hier war sogar zeichnerisch noch schwächer, was ich irgendwie sehr, sehr merkwürdig fand. Der war wirklich so. Das war schon fast Strichmännchen-Niveau. Und naja, ich weiß nicht. Ich wurde da mit Hellboy nicht so wirklich warm. Gott sei Dank hat mir dann der gute Flo, den ich an dieser Stelle mal grüßen möchte, weil er mir die Bände zu einem ultimativen Kampfpreis immer verkauft, die zwei hier auf jeden Fall, hat mich dann gefragt, hey, du stehst auch auf Hellboy hier, ich habe da ein Band für dich und so weiter. War auch noch original verpackt und alles. Und ich dachte mir, ja gut, komm, probierst du nochmal. Und ich habe es nicht bereut, Leute. Deswegen, schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr mit Hellboy in Berührung gekommen seid. Wenn nicht durch Filme, dann wahrscheinlich durch das hier. Und wie ihr es findet und überhaupt. Und jetzt jongliere ich ein bisschen und haut da rein.